Über 11.000 Vertreter der Medienwelt treffen sich auf der internationalen Messe für audiovisuelle Inhalte MIPTV im südfranzösischen Cannes. Der Branchengipfel gilt als der größte Umschlagplatz für Lizenzgeschäfte auf sämtlichen Plattformen und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das Medium Fernsehen durchlebt derzeit tiefgreifende Veränderungen auf wirtschaftlicher, künstlerischer und technologischer Ebene. Das seit 50 Jahren stattfindende Treffen der TV-Produzenten und Vertreibern Cannes ist der geeignete Ort, um das Fernsehen der Zukunft zu verstehen. Die Fernsehproduktion muss sich an die neuen wirtschaftlichen Herausforderungen anpassen und Inhalte anbieten, die auf vielen unterschiedlichen Plattformen konsumiert werden können. Der moderne Zuschauer will immer mehr Inhalte zu jedem Zeitpunkt und auf jedem beliebigen Bildschirm. Wie kann man ihm qualitätsvolle Inhalte anbieten und wie kann man dieses Angebot in Geld umsetzen? Das sind die Themen, um die es hier geht. Wir können feststellen, dass viele Teilnehmer mit einem kreativeren Angebot hierher kommen, sowohl fürs klassische Fernsehen als auch fürs Internet. Es gibt keine Grenzen mehr. Was zählt, ist die Kreativität. Content is king. Auf den Inhalt kommt es an. Das wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Internet ist ein ganz entscheidender Faktor für die Medienbranche. Auf der MIPTV in Cannes werden viele neue Kanäle vorgestellt und bereits etablierte Sender erklären ihren Online-Erfolg. Zum Beispiel der beliebte Wissenskanal Vsauce, der auf nahezu jede Frage eine Antwort weiß. Viele Wege führen zum Erfolg. Ich habe darauf gesetzt, den Leuten Dinge zu erklären und ihnen etwas beizubringen. Aber was wirklich zählt, ist, dass man auf sein Publikum eingeht. Die Leute wollen nicht nur Fans sein, sondern Freunde. Wenn sie unsere Inhalte abonnieren und mit anderen teilen, reden sie von uns wie von Freunden, wie von Menschen, zu denen sie eine Beziehung haben und dies wiederum ihren Freunden weiterempfehlen. Auf der Messe in Cannes geht es nicht nur ums Geschäft, sondern auch um die Show. Beliebte Film- und Serienstars wandeln über den roten Teppich, hier zum Beispiel bei der Verleihung der digitalen Emmy Awards.